Sie nicht nur Flughubschrauberlärm, sondern auch Fliegen in diesem Gewächshaus. Jede Menge. Das sind die Beute, das Zeug stinkt ziemlich. Und deswegen kommt hier hinten ein Ventilator hin, der sich automatisch an- und ausschalten wird. Wenn es zu heiß wird. Und zwar habe ich da einen Rahmen gebaut, in den der Ventilator reinkommt. Der Rahmen wird mit Klettverschlüssen oder mit Kabelbindern hier festgemacht. Und dann kommt dieser extrem coole Ventilator da dran mit Fernsteuerung und allem Pipapo. So sieht das Ding aus. AC Infinity, importiert aus den United States of America. Also hier ist ein Temperatursensor, Sensor Push, der nach 2 Jahren immer noch genug Batterie hat, um via Bluetooth die Wetterdaten zu senden. Ziemlich gutes Ding. Und hier unten, etwa 1,5 Meter über dem Boden, nicht mal, hat es heute Mitte März schon 28 Grad gehabt zum Mittag. Das heißt, ohne die offenen Fenster, ohne die offene Tür, ist es ziemlich, also viel zu heiß hier. Und letztes Jahr sind ja die ganzen Pflanzen schon geschossen, selbst die Radieschen im April schon. Also das heißt, jetzt eben der Rahmen hierhin, Kabelbindern festgemacht, da oben noch eklige Fliegen. Und nachdem Fliegen anscheinend keinen Wind mögen oder keinen Luftzug, hoffe ich, dass ich diese Biester dann auch los bin. So. Ist ziemlich eklig das Zeug hier. Stinkt auch jede Menge. Überall Fliegenkacke. Und hier unten ist noch eine ganze Tasche voll toter Fliegen. Jetzt suche ich noch ein Gewebeband oder Doppelklebeband, zum Beispiel sowas wie das hier. Da steht aber eben nicht für Polyethylen, Polypropylen und so weiter geeignet. Also, was gibt es denn noch so? Die andere Option wäre natürlich Silikon, aber ich möchte jetzt nicht für diese kleine Geschichte eine ganze Packung Silikon aufmachen, die ich dann wegschmeißen muss. Also, aber es hat ja hier alle möglichen Dinge. Ne? Zum Beispiel das hier, Montageband beidseitig, schon offen. Kacheln, bla bla. Den meisten Kunststoffen, das ist es. So, jetzt kommt hier das Klebeband drauf. Da habe ich ein kleines Löchlein geschnitten, ja, ganz professionell. Und dann wird das hier mit den Schrauben festgezogen. Ich hoffe, das ist dann halbwegs winddicht und ich hoffe, mit den Fliegen fliegt auch der Hubschrauber weg. So, sieht relativ gut aus. Das sind Schrauben, die sich hinten selber verklemmen im Holz. Und eventuell mache ich dann später noch ein bisschen Schraubenkleber drauf. Gewindekleber meine ich natürlich. Und dann sollte das recht gut halten und auch wieder schnell demontierbar sein. Das ist quasi der Ventilator, der dann so aufgeht. Das heißt, es ist auch relativ winddicht, wenn es in der Nacht dann kalt ist. Also, sieht schon mächtig professionell aus. Das Ganze ist ein Hortuna-Gewächshaus von der Firma Hortuna. Ist, glaube ich, bei Zug. Ziemlich robust und relativ günstig. Ich glaube, 7 x 3 Meter ist das Ganze da lang. Hat etwas über 2000 Franken gekostet. Deutlich stabiler, inklusive diesem Schneckenzaun übrigens, deutlich stabiler als jedes Baumarktgewächshaus. So sieht das von innen aus. Hier ist das Bedienteil dann, plus Sensor hier. Das Ganze muss ich noch natürlich verkabeln. Ich werde das wahrscheinlich unterhalb von diesem schönen, fliegenbeschissenen Ding entlang führen, das Kabel, damit es sonnengeschützt ist. Und habe hier noch einen Zollstock, werde das abmessen
wie lang es ist. Und dann wird es wahrscheinlich hier. Das sind übrigens so Seitenwindschutzdinger, ne? Damit, wenn das runtergerollt ist, da nicht noch der Wind reinkriegt. Also es wird hier irgendwo rausgeführt werden und dann über die Hainbuche und die Weinranken zu dieser Außensteckdose. Oder? Was? Die Kabelkiste hat leider kein so langes Kabel hier. Also werde ich wahrscheinlich zu lang die Fahrt noch ein Kabel holen. Mal sehen, wie lange dieses Ding ist. Ah ja. Auch vielleicht 5 Meter oder so. Oder 3. Kabelrolle. Kabel alleine gab es nicht. Und dann kommen noch ein paar Pflanzen ran. Neue Kabelrolle. Kommt dann hier reingesteckt. Im Efeu. Draht. Ist nicht die perfekte Lösung, es sollte eigentlich einen Kabelschutz geben, aber naja. Gespannt. Hier rein. Und es wird dann da lang geführt mit Kabelbindern. Da hinten ist die Kabeltrommel. Nicht optimal, nicht 100% wasserdicht, nur am Gewächs und so weiter, aber es funktioniert. Was macht die Katze im Gewächshaus? Ah, warst du das? Wer war das? Der Name ist Hase. Hier liegt noch mehr, inklusive. Gerade lag da noch ein Bein, aber das hat wohl die andere Katze erwischt. Nicht so toll. Hey, gehst du da bitte raus? Kabel gezogen. Auch hier wäre ein Kabelkanal besser gewesen. Das ist das Häschli dann. Mit Folie. Schalten wir es mal ein. Na, saugt es euch schon raus? Hoffen wir es. 17 Grad. Mr. Sensor hier, der hängt da unten. Das kann irgendwie nicht sein, dass das 17 Grad sind. Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Auf Kopfhöhe ungefähr, ein bisschen tiefer. Und ja, jetzt spiele ich mich mal mit den Settings. Sitzt also auf High Humidity, no, High Temperature gesetzt eigentlich. Kompliziert, eigentlich setze ich das, stelle ich das mit der App ein. Ja, also man kann das eben ziemlich gut einstellen mit dieser iPhone-App. Gibt es, glaube ich, auch für Android. Und entweder nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ein- und ausschalten oder nach Zeit natürlich. Ist ziemlich intuitiv und schnell gemacht. Man kann auch an den Controller mehrere Ventilatoren dranhängen. Ist hoffentlich nicht nötig in meinem Fall. Eventuell mache ich dann noch einen Kanal für den Ventilator.